Hey Leute, euer Placid hier. Zurück zu einer neuen gemütlichen Folge Anno 1800. Und wie ihr schon seht an dieser Zeitungsmeldung, es gibt einen neuen DLC, der ist am 2. Juni erschienen und heißt Reiche Ernte. Hier gibt es einige Erweiterungen, die eingebaut wurden ins Spiel. Ich habe für dieses Let's Play das DLC auch aktiviert und es gibt so ein kleines Mini-Tutorial, wo man da rangeführt wird. Und das werden wir auch im Spiel mitmachen natürlich. Die Erweiterungen teilweise könnt ihr auf der Anno Union-Seite nachlesen. Die verlinke ich euch unten in der Textbeschreibung. Ansonsten gibt es noch dazu zu sagen, es gibt die Haupterweiterung hier, wie auf dem Bild schon zu sehen, die Silos. Als Erweiterung für Tierhöfe und Getreidefarmen bzw. sämtliche Formen von Farmen und einen Tankhof gibt es noch und ansonsten werden wir den Rest natürlich auch im Spiel selbst erkunden. Lasst uns doch einfach mal reinstarten und sehen, was der neue DLC so bringt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, Genau. aber ich habe da eine Bitte. Hier ploppt gleich die Mini-Quest auf, um sich näher mit den oder kurz mit den Silos zu beschäftigen. Jetzt will ich aber erstmal schnell, bevor die Zeitung hier uns davon rennt, Ich habe Sie für den das hier Fotografen machen. gehalten. Wir wollen keinen Aufstand. So. Es Willst es weit bringen? Was? Sie haben an Einfluss. So, jetzt. Genau, ein beispielhaftes Silo. Errichten Sie in einer beliebigen Schweinezucht ein Silo. Jetzt gehen wir mal zu den Schweinefarmen. Genau, ihr seht schon die Neuerung, wenn ihr auf die Schweinezucht klickt. Hier unten ist jetzt die neue Erweiterungsmöglichkeit Silo. Lagert Getreide als Futter für ihre Nutztiere und steigert die Produktivität der Farm. Genau, also weil Getreide hier in den Silos gelagert wird, braucht das Silo eine Straßenanbindung. Weil zum einen, jetzt haben wir es gebaut, ihr seht auch, der Karren geht schon los und holt jetzt vom Lagerhaus Getreide, was im Silo gelagert wird, womit eben unsere Produktivität der Farm gesteigert wird. Das warten wir jetzt kurz mal ab. Jetzt will ich kurz mal gucken noch. Genau, der letzte Schritt ist einfach, liefern Sie Getreide zum Silo in der Schweinezucht. Das wird gerade gemacht. Vorspulen. Da kommt das Getreide und dann sehen wir mal, wie die Produktivität erhöht wird. Gut gemacht. Und schon, wie ihr seht, geht hier die Produktivität steil nach oben. Insgesamt um plus 100%. Also wenn ihr sonst keine Handelskammer-Items gesockelt habt, dann wird eure Schweinefarm mit dem Silo insgesamt eine Produktivität von 200% haben. Und das ist schon richtig cool. Dafür muss man natürlich beachten, dass Getreide verbraucht wird und in den Silos gelagert wird. Dafür ist ja die nächste Erweiterung da. Und zwar für die Farmen, unter anderem natürlich auch für die Getreidefarmen. Hier kann dann natürlich auch, ich meine, ein Silo gebaut werden. Das geht aber erst ab einer gewissen Anzahl von Ingenieuren. Ich glaube, das können wir aber
Wir haben noch kein Öl. Das braucht man nämlich auch dazu. Es muss nämlich zum einen ein Tankhof gebaut werden, der für die Getreidefarmen dann eben Treibstoff herstellt, um die Traktoren zu betreiben, die dann hier schön ihre Bahnen ziehen. Und somit wäre die Produktivität für die Getreidefarm auch gesteigert, was eben das Pendant zum Verbrauch des Getreides zum Beispiel auch bei den Schweinefarmen ist. So. Jetzt wollen wir aber ganz normal im Spiel weitermachen und gucken, wie unsere Versorgung so ist. Ob da alles in Ordnung ist soweit. Fisch sieht gut aus. Der Schnaps sieht gut aus. Kleidung auch. Schweineproduktion wurde, glaube ich, eben durch das Silo gesteigert. Wurst natürlich auch, sieht gut aus. Getreide, ja. Das einzige hier ist Mehl. Da können wir noch eine Mühle bauen. Kohle wird mehr verbraucht. Muss ich mal da drauf gucken. Ansonsten sieht alles soweit schick aus. Genau, Brillen wollten wir ja als nächstes machen. Aber erstmal alles stabil halten. Wir haben hier keine Kohlemine, das heißt, vielleicht noch eine Köhlerei bauen. Wir haben nur zwei Stück, so wie es aussieht. Hier. Wir können das mal beispielhaft machen, und zwar der nächste Step, was ich eben erklärt habe mit den Tankhöfen für die Getreidefarmen bzw. Farmen, geht, glaube ich, ab 500 Ingenieuren. Deswegen könnte ich jetzt noch, ich meine, zwei Häuser oder drei Häuser upgraden. Ein neues genau. Ziel erreicht. Jetzt sind wir auch Hauptstadt. Haben wieder neue Möglichkeiten. Ihr seht schon, genau hier kann Treibstoff hergestellt werden. Dieser braucht wiederum Öl. Unsere Ingenieure brauchen aber erst ab einer Zahl von 1750 Elektrizität. Also hätte ich auch ab da erst Öl gefördert. Aber das kann man ja jetzt auch etwas früher machen. Also nicht jetzt gleich, ich werde es aber auch mit einbauen. Unter anderem haben wir jetzt die Möglichkeit, Dampfmaschinen, Hochräder und schwere Geschütze zu bauen. Nicht schlecht. Und den Pendlerkai, die Dampfschiffwerft und die dicke Bertha. Eieiei. Ganz, ganz viele neue Sachen. Ich habe das auch letztens schon mal kurz erklärt. Hier in diesem Bereich möchte ich gerne das Kraftwerk erstmal hinsetzen. So ungefähr. Weil hier die Schienen verlaufen werden. Vom Ölhafen zur Raffinerie und dementsprechend auch in das Kraftwerk. So.
so werden wir das dann handhaben. Jetzt mal kurz wieder auf die Kohle gucken. Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg. Die Waffenruhe wurde beendet. So, jetzt kommt nämlich der nächste, das nächste Event. Eine neue Ära im Ackerbau. Auf dem ganzen Globus brummen auf den Farmen die Motoren der gemeinsamen Schöpfung von Landwirten und Ingenieuren. Traktoren. Was können diese motorisierten Ungetüme für unsere Wirtschaft tun? Wir gehen davon aus, dass Placid wieder einmal voranpflügen wird und viele andere folgen werden. Naja, so arg voranpflügen werde ich wahrscheinlich nicht, aber das werden wir schon mit der Zeit noch hinkriegen. Jetzt kommt nämlich aber die nächste Quest. Die ist zum Glück nicht an eine Zeit gebunden, wenn ich die annehme. Also können wir da gemütlich unser Let's Play weiterspielen und entsprechend unserem Stand das mit einbauen. Hier soll jetzt nämlich genau, hier soll auf einer Getreidefarm eine Traktorscheune errichtet werden. Das seht ihr hier, das ist jetzt freigeschaltet. Eine Traktorscheune kann gebaut werden, braucht Stahlträger und Dampfmaschinen. Das heißt, so weit sind wir noch gar nicht. Wir brauchen hier noch Dampfmaschinen, eine Dampfmaschinenproduktion, um da überhaupt weitermachen zu können. Damit ihr seht, Moment, das muss nämlich auch an eine Straße. Hier seht ihr es schon ein bisschen in der Blaupause. Das ist so eine kleine Traktorscheune, wo hier der Mähdrescher drin steht. Und das wird dann auch nochmal enorm die Produktivität steigern. Plus die Anzahl der Felder wird erhöht werden. Also da muss man nochmal umplanen. Vielleicht ganz gut, dass ich die Wege hier zwischendrin habe. Die können dann nämlich weg und dementsprechend die extra Felder hinzugefügt werden. Also doch gar nicht so unclever mit den Wegen. Auch wenn nicht bewusst auf das DLC ausgelegt. Also insgesamt seht ihr mit den neuen Erweiterungen und wenn ihr natürlich entsprechende Items habt, könnt ihr die Produktivität um ein Vielfaches steigern. Und es eröffnen sich eben neue Möglichkeiten. Ein bisschen Platz sparen vielleicht. Also da ist schon einiges wieder möglich. Und wir werden es im späteren Spielverlauf natürlich erleben. So, jetzt geht es erstmal weiter mit... ich habe natürlich eben nicht drauf geguckt. Die Kohle ist jetzt wieder im Lot. Das ist gut. Ansonsten gucke ich mal in die neue Welt. Wie sieht's hier aus? Oh, eine Aufgabe. Ich erinnere mich an wenig. Das bring die guten alten Zeiten zurück, Chefe. Wir sollen die Jornalero-Familie finden. Das machen wir doch gerne. Wenn auch nur von weitem. Von der Seite. Ehrlich und fleißig. Wir haben Austern leicht bekommen. Plus 25% Produktivität. Vielleicht können wir es gebrauchen. So, auf die Hauptinsel mal gucken. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir immer noch keinen Rum. Oh, und immer noch keinen Besucherhafen. Den bauen wir jetzt als erstes mal dahin. Schiff unter Beschuss. Wie bitte? Oh nein, das wollen wir nicht. Bevor wir kriegen, was sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Das ging jetzt flott. Das wollen wir aber nicht.
haben. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Hm. Gewöhnliches Item. Nee. Hier, oh, ein Geschenk. Das ist ja nett. Ich schwebe wie auf Wolken. Wir können zwar... Können wir schon ein Museum bauen? Ich habe noch gar nicht geguckt. Aber... In die Takelage! Das Schiff ist näher. Und schneller. Aber ich glaube nicht, dass wir schon... Moment. Nein. Doch. Stimmt. Geht ja mit Handwerkern. Und wir haben doch... Ah, wie blöd. Sorry dafür. Wir haben schon ein Museum gebaut. Und können natürlich das Item da einsetzen. Für mehr Attraktivität. Eine Krankheit nehmen wir mit. Ausgebrochen. Und natürlich haben wir hier kein Krankenhaus gebaut. Jetzt muss es schnell gehen. Wobei es mit dem Linienschiff eben nicht so schnell geht. Aber das ist am nächsten hier. Ich brauche Fenster. Hier werden ja produziert. Vorsetzen. Bei Gelegenheit muss ich auch hier mal eine Anlegestelle hinbauen, dass der Weg kürzer ist. Wobei, nee, der wird nicht kürzer sein. So, jetzt schnell. Ich kann schon mal eine Blaupause hinsetzen. Das habe ich total vergessen. Jadeperle plus 30 Attraktivität im Museum. Nehmen wir mit. Das braucht jetzt eine Ewigkeit. Während das Schiff rüberfährt zur Zweitinsel, baue ich hier trotzdem schon mal, nein, hier, den Besucherhafen, um den nicht zu vergessen. Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. So, hier haben wir jetzt noch keine Hafenmeisterei, die kommt auch noch dazu. Der Eis rüber und passt hier auch hier rein. Dann bauen wir nämlich noch so eine schicke Fahne hier hin, die es übrigens auch gab in der Zeit vom 29. Mai bis zum inklusive glaube 2.6. Release-Tag. Gab es Twitch-Drops. Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegen ihre Weigerung. Das heißt, ihr konntet dem Streamer eurer Wahl zuschauen beim Preview von dem neuen DLC und habt nach einer Stunde diese schicke Fahne hier bekommen. Mit dem Reiche Ernte-Logo. Und nach 3 Stunden Zuschauen diese schicke Werbetafel, die sich wenigstens mal abhebt von den anderen, die es vorher gab. Also ich finde die echt schick gemacht mit den Bänken und den Mülleimern daneben. Sieht sehr dekorativ aus. Auch wenn die jetzt nicht hier reinpasst, was mich ein bisschen ärgert. Aber egal. Item hier reinmachen für mehr Besucher und mehr Attraktivität. Das ist nie verkehrt. Während hier unsere Bilanz runtergeht, das ist nicht gut. Soll doch jetzt mal das Schiff ankommen.
Hier wütet die Pest. Und ich kann nichts dagegen machen, solange mein Schiff nicht hier ist. Wir brauchen nämlich Fenster. Unbedingt. In der Zwischenzeit kann ich noch ein bisschen Lagerplatz schaffen. Das ist auch nie verkehrt. Während meine Einwohner leiden. Eieiei. Das war so nicht vorgesehen. Ans Bett gefesselt, im Angesicht des Todes. Etwas schneller bitte. Aber das Linienschiff ist eben nicht das schnellste. Steuermann! Deswegen sollten wir gucken, dass wir so bald wie möglich die Dampfschiffwerft bauen. Wobei da auch viel dran hängt mit Elektrizität und ganz viel Rohstoffen, die wir brauchen. Und Dampfmaschinen vor allem. So, endlich. Es mangelt an Arbeit. Ja, das weiß ich auch. Ein neuer Auftrag. Schiff meldet sich zum Dienst. So, das kann sich nur noch um Stunden handeln, bis hier die Ärzte und Krankenschwestern ausgebildet sind. Noch ein paar Sekunden. Und los geht die Bekämpfung der Krankheit. Da wollen wir aber jetzt nicht zugucken. So, gab es hier noch irgendwas? Erstmal nicht. Als nächstes auf jeden Fall. Werde ich mal gucken, dass ich Öl produziere. So, genau, jetzt habe ich hier wenigstens 5 Bohrtürme, das ist gut. Schon mal ein guter Anfang. Schade, dass nicht auch der 6. Drauf geht. Innerhalb der Reichweite. Und dann schauen wir mal, wie wir das alles bauen. Machen wir hier mal Platz. Mal schauen, wie das funktioniert. Thank you.
Zum einen können wir schon mal hier anfangen. Beryl ihren Anteil. Nein, wir wollen keine Anteile verkaufen. Niemals. Weg mit dir. Ganz kurz, wie sieht's hier aus? Immer noch in Bekämpfung. Die Bilanz wird besser. Das können wir auch noch mobilisieren. Weitere Kräfte. Das wird schon eingedämmt werden. So, hier sehe ich, das muss so. Noch einen Punkt habe ich vergessen, was das neue Game-Update bringt. Und zwar neue Stufen für Kontor und Lagerhaus. Ihr seht es hier. Ich bin jetzt hier in Stufe 3. Und kann das zu einer vierten Stufe ausbauen. Ihr seht, was das bringt. Insgesamt plus 250 Lagerkapazität und zwei weitere Laderampen. Kostet allerdings einen stolzen Preis von 150.000. Muss man erstmal gucken. Wahrscheinlich hat man aber bei so einem Spielstand, wo man das dann ausbaut, auch genug Geld zusammen. Muss man abwarten. Genau. Habe ich hier irgendwo ein Kontor? Stufe 3? Nein, dann werde ich das doch mal ausbauen. Einmal Stufe 3. Und möglich ist natürlich auch hier die nächste Stufe. Kostet hier auch stolze 100.000. Und entsprechende Materialien, wie ihr hier seht, gibt uns zwei weitere Laderampen. Ist natürlich auch gut, wenn ihr ganz viele Betriebe außenrum habt, die Waren ablagern wollen. Mehr Kapazität ist immer gut. Ein letzter Blick. Da haben sie es. Blutrot aufweil. Verhalten wirkt. Du bist eine Sonder. Ja, die mag mich. Das haben wir schon festgestellt. Aber die will keinen Nicht-Angriffspakt und keine Handelsrechte mit mir. Das ist etwas komisch bei dem Stand. So, hier muss jetzt der Zug fahren. Einen Moment. Aber natürlich. Dann fährt auch der Zug. Da kommt er schon. Wir haben unseren ersten Zug, der auf unsere Insel Öl transportiert. Und wir sind hier, genau, pro Bohrturm sind wir bei 100%, also insgesamt 500% Produktivität. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie. Das können wir doch beheben. Insgesamt 500% Produktivität und da ist noch mehr machbar. Nämlich auch mit einer Handelskammer und entsprechenden Items brauchen wir auch noch. Ebenfalls für das Kraftwerk später, dass hier wenig Explosionsgefahr herrscht zum Beispiel. Das kriegen wir aber auch noch hin. Und wie ich finde, hier alles perfekt eingepasst. Und erweitert. So,
So sieht das schon mal gut aus. Und das Kraftwerk brauchen wir jetzt noch nicht. Wir horten jetzt erstmal ein bisschen Öl, können auch den Ölhafen entsprechend noch ausbauen. Im Moment ist die Kapazität bei 500. Das geht dann, glaube ich, in 500er Schritten hoch. Müssen wir gucken, aber da geht noch was mit dem Lagerraum. Jetzt haben wir hier noch unsere letzte Aktion für diese Folge. Einmal das Museum mit der Jadeperle spicken. Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Und ein bisschen mehr Attraktivität bekommen. Somit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke bekommen von dem neuen DLC. Und das wird aber im Laufe der nächsten Let's Plays natürlich auch noch eine Rolle spielen, wie die Farmen und so weiter ausgebaut werden mit Silos und Tankhöfen. Dazu muss auch hier die Ölproduktion noch erweitert werden, bis auf den Rest der Insel. Und ja, bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus bisher, noch kein Krieg oder ähnliches. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt sauber, macht's gut. Ciao, ciao, euer Placid.